Ja, willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Wir sind im fünften Teil und wir sind bei Veras Versicherung, wo wir nicht wirklich weiterkommen. Wir müssen die gute Frau irgendwie ablenken, damit wir in die Tür kommen. Sie lässt sich aber nicht sehr ablenken. Das Einzige, was wir haben, ist das Radio, was wir verstellen können. Und wir können sie ab und zu mal anrufen. Probieren wir nochmal. Sollen wir vielleicht rausgehen jetzt? Gehen wir mal raus. Vera Security. George. Das war wohl nix. Satz mit X war wohl nix. Jetzt müssen wir es mal heimlich anrufen. Hallo, Genau. Vera Security, we make you Schnelles security. Radio verstellt. Wir sind unschuldig. Wir haben nichts getan. Ich wollte sehen, welche Geheimnisse das Buch möglicherweise enthielt. Da war ein Foto. Natürlich habe ich es mir gleich geschnappt. Wir haben nichts getan. Probieren wir das Gleiche noch einmal. Ich entschied, es hätte keinen Sinn, Annette weiter abzulenken. Das Foto hatte ich. Ach, ich habe gedacht, wir lenken sie nochmal ab und gehen dann durch diese Tür. Was haben wir eigentlich ergattert? Ein mieses Foto von Lane und Annette. Der Bursche nahm, was er Oho, kriegen konnte. der Lehn. Annette, was sagst du dazu? Gib's Erkennen Sie zu. das hier? Hey, das ist mein Foto. Das sind Sie zusammen mit Lane, glaube ich. Und wenn schon, was soll's? Und was bedeutet er Ihnen? Was soll's? Er ist mein Hector. Genau das, mein kleiner Hector. Ja, hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts zu tun mit der Galerie? Hören Sie, die Sache ist die, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich hatte mit dem Ding in der Galerie nichts zu tun. Ich übermittle nur die Papiere. Und wer hat vor Ihnen diesen Laden organisiert? Keine Ahnung, die frühere Managerin, sie kam eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich sollte eigentlich gar nicht mit Ihnen reden. Der Boss hat gesagt, ich solle meine Klappe halten. Ja. Hast du noch mehr zu sagen? Ja, bitte. Hallo? Also, was ist bei Ihrer Verabredung mit Lane passiert? Ich würde das wohl nicht als Verabredung bezeichnen. Da ist doch wohl was Besseres drin, Annette. War das gerade etwa eine Einladung? Nein, ich wollte sagen, Sie können mir doch bestimmt mehr erzählen. Ach ja, so ist das also. Sie wollen die schmutzigen Details wissen, ja? Genau. Nein, nein, erzählen Sie einfach, was passiert ist. Ihr Chef, haben Sie seine Adresse oder Telefonnummer? Nein, habe ich vergessen. Ich meine, ich wusste sie noch nie. Annette, jemand hat ein schweres Verbrechen begangen. Sie stecken bis zum Hals in der Patsche. Ich hatte nichts damit zu tun. Hören Sie, ich brauche diesen Job. Ich brauche das Geld. Und es war ja nur ein doofes, altes Gemälde. Ist doch keinem was passiert. Ach, so ein Mord mal so zwischendurch. Mann, oh Mann. Auf den Galeriebesitzer wurde geschossen. Und? Getroffen? Boah, das... Leider, er ist Mann. ziemlich tot. Oh. Annette. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Also, wer ist Ihr Chef? Ich weiß es nicht, ehrlich. Er schickt mir einen Fax, wenn er was will. Wer ist er? Ich habe nie mit ihm geredet, ihn nie gesehen. Sie machen der armen Annette doch keinen Ärger, oder? Danke. Ich war ziemlich sicher, dass Annette mir nichts weiter erzählen würde. Sie klang verängstigt. Es wurde Zeit, Lane die Daumenschrauben anzulegen, und ich wusste auch schon wie.
Ja, müssen wir dann zurück zur Galerie. Naja, vielleicht sehen wir den Basam später nochmal. Zeit, Lane zur Rede zu stellen. Auf geht's. Ob er noch da ist in der Galerie? Nee. Schön abgeklebt. Die Galerie war versiegelt. Der ganze Laden sah leer aus. Lane konnte man kaum übersehen. Es sah aus, als sei er nicht da. Ist eh zugesperrt. Die Tür war abgeschlossen und mit Polizeiabsperrband gesichert. Ich musste Lane finden und ich war sicher, da drin war er nicht. Na, vielleicht das ist war er ein herrliches Buntglasfenster. Vielleicht. Irgendwas daran kam mir entfernt bekannt vor. Ja, vielleicht lässt mich ausreden. Vielleicht ist er im Café hier nebenan. La Tricolore. Ah, das ist ja der freundliche Oberkellner. Monsieur. Hi. Monsieur? Ich suche nach Monsieur Lane. War er mal hier? Oh ja, Monsieur. Der kam vorhin vorbei. Er meinte, er wolle Henris Witwe trösten gehen. Ich hoffe, Sie waren nicht zu Hause. Wollen wir noch was wissen? Na, befragen wir mal mit dem Foto von... Hi. Dwayne. Monsieur? Erkennen Sie die Frau auf diesem Bild? Sie war gestern Abend mit Lane hier. Dann haben sie sich zusammen zur Galerie geschlichen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Mein Verdacht gegen Lane erhärtete sich, aber irgendwie traute ich ihm das nicht zu. Ja, was haben Sie in die Galerie besucht? Können wir vielleicht einen Keks geben noch? Hi. Monsieur? Möchten Sie einen Keks? Sie haben die Geschäftsidee eines Cafés irgendwie missverstanden, Monsieur. Na denn, machen wir uns auf den Weg. Wo ist der Ausgang? Hallo? Ich möchte gern weg. Lane tröstete also die Witwe. Der Mann hatte wirklich ein gütiges Herz. Gab es dahinter einen Plan oder nur seine fragwürdigen Moralvorstellungen? Och, jetzt ist er unter dem Metro durchgelaufen. Klingeln wir nochmal an. Hallo? Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Tut mir leid, das ist gerade sehr schlecht. Kommen Sie später wieder. Ich weiß, dass Sie das sind, Lane. Ich muss mit Ihnen reden. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Annette Claudette Sonnet. Pech für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Dieser Erpresser George. Auf geht's. Gute Güte, George. Ihr Timing ist ja grauenhaft.
Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja und? Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. Dieses hier? Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben Sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Können Sie mir etwas über den Inhaber von Vera Security erzählen? Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Teegebäck gefällig? Aber das ist ja nur ein halber Keks. Ja, ist ein Diätkeks, nur halb so viel Kalorien. Sehr komisch, Stobbart. FDH, frisst die Hälfte. Ja, erzähl mal. Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler. Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Ja, besonders wenn Sie sie verlassen. Na gut, Lane, verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut, ich gehe ja schon. Sie werden noch von mir hören, Stoppard. Versprochen. Und geben Sie mir das Foto. Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor. Aber klar doch. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobbart. Nennen Sie mich Bijou. Bijou? Ein paar schöne Bilder hängen hier. Ob das auch alles Bijou ist? Hallo, junger Mann. Wie schön, dass Sie mich besuchen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich komme von der Versicherung. Mein tiefstes Beileid zu Ihrem Verlust. Henri, mein armer Wilder. Er starb in der Blüte seines Lebens. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher, warum nicht? Ein kleiner Chat, wie Sie als Amerikaner wohl sagen würden, täte mir bestimmt gut. Ja, wie war's denn mit Henri? Henri war sehr tapfer in der Galerie. Er versuchte, den Dieb aufzuhalten und zahlte dafür mit seinem Leben. Henri war mein Löwe und mein Schmusekater. Können Sie mir etwas über die Galerie erzählen? Liefen die Geschäfte gut? Die Galerie war Henris Baby. Er hat nie mit mir darüber geredet. Sie hatten also nichts damit zu tun? Gar nichts. Geschäftliches liegt mir nicht so. Ihr Plattenspieler scheint immer das gleiche Lied zu spielen. Ja, dieses Lied tröstet mich. Es erinnert mich an Henri. Ja, hoffentlich kriege ich keinen Bann von YouTube wegen dieser Musik. Bijou, ich glaube, der Dieb hatte Hilfe von jemandem, der zur Galerie gehört. Hector Lane war es nicht. Der ist nicht verschlagen genug. Aber wer sonst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es noch rausfinden. Das verspreche ich Ihnen. Kennen Sie diese Firma, Vera Security? Nein, von der habe ich noch nie gehört. Ja, mit Streichhölzer und eine Kakerlake kann sie wenig anfangen, denke ich mir. Frag mal nochmal zum Henri. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche es immer noch zu verarbeiten, Sherry.
Mögen Sie diesen Duft? Himmlisch, nicht wahr? Henri liebte den Duft. Ja, das wäre auch seine. Das war ein bisschen pietätlos. Vielleicht mag sie einen Keks. Teegebäck? Wieso ist der Keks kaputt? Mit dem Rest habe ich eine Kakerlake gefüttert. Ich glaube, ich möchte lieber keinen. Ja, naja. Danke für Ihre Hilfe, Bijou. Wir sind nicht weitergekommen. War mir ein Vergnügen, junger Mann. Kommen Sie jederzeit wieder. Bijou schien nichts zu wissen. Ich konnte Lane noch immer nicht recht glauben. Annette andererseits hatte mich wegen des Besitzers von Vera Security angelogen. Oh, der ist ja aufgepaart. Henri war jetzt in einen billigen Anzug gekleidet. Im Vergleich gefiel mir die Weste besser. Ja. Oh. Ein kleiner ausgestopfter Hund stand auf dem Tisch. Das arme Tier, war das da eine Träne in seinem Glasauge? Der Plattenspieler spielte immer wieder das gleiche Lied. Hübsch haben Sie es hier, Bijou. Oh, vielen Dank. Ich liebe schöne Dinge. Ja, schauen wir uns das Akt mal an. Zwei ineinander verschlungene Liebende erinnerte mich an dieses Verrenkungspartyspiel mit der Matte. Ja, hast du es mit deiner Nicole gespielt? Der Künstler stand am Beginn seiner kubistischen Phase. Wie ist es auch wieder? Keine Ahnung. Ein zartes Muttermal war der einzige Makel auf der perfekten Haut des Modells. Das Modell wirkte verletzlich, wie sie ihre Knie umschlang. Der Blick bis rüber zum Bois de Boulogne war atemberaubend. Amerika ist mein Land und Paris meine Heimatstadt. Ach, George. Chérie, bitte lassen Sie die Finger von meinem Tisch. Bei mir muss alles perfekt und ordentlich sein. Ja, ich glaube, wir gehen. Bijou? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Darf ich denn lügen als Antwort? Lieber nicht. Schade. Eine Frau braucht ihre kleinen Notlügen. Henri sieht sehr friedlich aus. Ja, nicht wahr? Ich könnte ihn doch für immer hier behalten. Ein bisschen ausstopfen. Ja, die restliche... Sind Sie das da auf dem Gemälde? Ja, Chérie. Obwohl er meine Hüfte natürlich nicht richtig hinbekommen hat. Wer hat das gemalt? Irgendein Bekannter von Henri. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Sieht man nicht mehr oft heutzutage, dass jemand einen Toten zu Hause aufbahrt? Henri liebte Totenwachen mit Leichenschmaus. Besser als jede Party, meinte er. Ich dachte immer, Totenwachen wären ziemlich tot. Todlangweilig. Wie der Pfiffi, der Ausgestopfte. Och man. Was hat es mit dem ausgestopften Hund auf sich? Meine Pfiffi? Mir brach das Herz, als sie diese Welt verließ. Ich habe sie ausstopfen lassen, damit wir für immer vereint sein können. Das ist ja rührend. Ja, nicht? Ob Henri dasselbe Schicksal erleidet? Ich danke glaub, ich für weiß Ihre Hilfe, Bijou. War mir ein Vergnügen, junger Mann. Kommen Sie jederzeit wieder. Ja. Verzwickt, verzwickt. Es wurde schon dunkel. Annette hätte bestimmt längst Feierabend gemacht. Es war Zeit, Vera Security einen Besuch abzustatten.
Na, danke, dass du mir die Entscheidung abnimmst, ne? Ach, schauen wir mal die schöne Sonne hier. Zumindest Sonnenuntergang. Und jetzt, du mal einbrechen. Die leere Einkaufspassage wurde von hellem Mondschein erleuchtet. Die perfekte Atmosphäre für ein wenig Detektivarbeit. Ich musste mich im Hinterzimmer umsehen und dazu musste ich da rein. Tja. Karton. Ach, jetzt müssen wir mal ein bisschen Kisten schieben. Ich hätte es gerne da hingeschoben. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das Rolltor mit bloßen Händen aufzuschieben. Ich musste einen anderen Weg finden. Ja, ich schiebe mal einfach mal ein bisschen rum. Können wir uns vielleicht draufstellen? Nee. Ja, sorry. Könnte stundenlang machen, aber es hat keinen Zweck. Hin und her. Was haben wir hier? Noch eine Tür oder was? Haben wir hier auch einen Rolltor? Das ganze Ware war sicher weggesperrt. Die Neonreklame. Ach. Da war ein Stromkasten, aber vom Boden aus kam ich nicht ran. Ach, guck hier. Das war die Torsteuerung. Kein Anzeichen von einem Knopf oder einem Schlüsselloch. Das musste sich per Fernsteuerung öffnen lassen. Ein Kabel führte oben in den Stromkasten. Können wir da nicht noch ein Kabel da reinpriemeln? Bestimmt zu hoch. Man brauchte diesen Kasten. Da war ein Stromkasten, aber vom Boden aus kam ich nicht ran. Ja, nimm doch den Kasten hier. George. Hin und her. Die Kiste stand genau richtig, damit ich an den Träger darüber kam. Oh. An den Träger? Was für Träger? Ach, hier. Halleluja. Den habe ich ja nicht gesehen. Und auf und zack. Hier rüber. Ist ja fit wie ein Turnschuh, unser George. Ich öffnete den Deckel. Da drin war eine Klimaanlage und Bingo, die Steuerung für das Rolltor. Tja, nee, nicht nach unten. Da tun wir mal den Kabel nehmen und schließen mal den Schalter für die Rolltour kurz. Safe Key. Das war die Steuerung für das Rolltor. Das war der Stromschalter. Das war der Motor, der das Rolltor antrieb. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Was ist das? Lüfter? Das hätte nicht funktioniert. Ach, Leute. Wir brauchen einen Schraubendreher. Nee, ich musste was anderes versuchen. Das Kabel verband die Stromquelle mit der Torsteuerung.
Boah, da kann man nichts. Immer durchgezwickt. Das war knapp gewesen. Auf dem Kabel war Strom. Ah ja, das ist ja ein isolierter Knipser. Das wäre nutzlos. Auch schade. Das war die Steuerung für das Rolltor. Ja, den hätte ich gern kurz geschlossen. Das war der Motor, der das Rolltor antrieb. Ach, was haben wir hier? Plus, minus? Das war der Motor, der das Rolltor antrieb. Kann man da mal mit dem Streichholz reindrücken? Das lohnte sich nicht. Oh Mann. Das wäre nutzlos. Aber riechen wird's gut. Nee, ich musste was anderes versuchen. Das war der Stromschalter. Ach. Oh, Dankeschön. Null? Ah, jetzt können wir aber durchzwingen, oder? Zwingen wir den oder zwingen wir den? Torantrieb. Ah, warte, jetzt habe ich's. Nix für nix, Elektriker. Den knabber auch ab. Und das Stückchen Kabel machen wir hier fest. Es gab nur ein Ende, an das man etwas anschließen konnte. Mein Kabel war zu kurz, um die Lücke zu überbrücken. Das war die Steuerung für das Rolltor. Ach, was. Ach. Jetzt macht man es richtig kompliziert. Hierhin, dahin, Schalter ein, Rolltor hoch. Yes! Super. Ab geht's. Aber liebe Leute, es ist 5 Minuten vor 12, also wir machen nächstes Mal weiter. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr seid im sechsten Teil auch wieder dabei. Tut mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder hinterlasst mal einen Kommentar, wie es euch gefällt oder wie es euch missfällt. Und dann machen wir einfach weiter im sechsten Teil. Macht's mal gut, macht's besser. Und tschüss, euer Christian.